Der erste Kontakt mit HIFI war beim Sperrmüll. Beim Sperrmüll, in dem ich damals alte Radios mitgenommen habe, die zerlegt habe, die umgebaut habe und daraus Lautsprecherboxen gebaut habe. Das war, naja, 60er, dann fing das an. Dann hat sich das Ganze etwas weiterentwickelt. Später wurden die Lautsprecher immer besser. Ich habe sie an Freunde und Bekannte verkauft. Dann kam irgendwann in den 80ern der Gedanke auf, ja, ich mache mich selbstständig. Lautsprecher bauen war Anfang der 80er einfach in, im Gegensatz zu heute. Es wurde professioneller. Wir haben Messtechnik eingebaut, die wir professionell eingesetzt haben. Die Lautsprecher wurden immer besser. Der Kundenkreis wurde immer größer. Wir haben uns dann entschlossen, in die Innenstadt zu gehen. Da sind die Umsätze sprunghaft nach oben gegangen. Es hat sich alles verdoppelt. Anschließend kamen die Märkte, das Ganze hat sich wieder zurückentwickelt. Wir standen halbwegs vor dem Ruin. Wenn jetzt oder ich vor der Frage, wie geht's weiter? Um 2000 war das HIFI-Geschäft ganz stark rückläufig. Ich war gezwungen, wieder ein neues Geschäftsfeld aufzutun. Gleichzeitig tauchte Thorin Fischer auf, der sich ganz stark interessiert zeigte an der ganzen Materie, egal was es war. Ich habe Thorin Fischer dann in der Herstellung von Lautsprechern ausgebildet, in der Reparatur von Lautsprechern. Er brachte seine IT-Erfahrung ein, indem wir die Sachen im Internet angeboten haben. Hat dazu geführt, dass die Thematik Lautsprecherreparaturen sich eben auch rumgesprochen hat. Und dadurch hat sich das Geschäft fast explosionsartig erweitert. Ja, also wir haben zusammen die Reparatur so weit entwickelt, dass wir nahezu jeden Lautsprecher reparieren können. Wir haben uns sehr viel mit Herstellern und auch den Firmen auseinandergesetzt, wie Lautsprecher richtig zu reparieren sind. Letztendlich war für uns die Überlegung, wie man am einfachsten Lautsprecher reparieren kann. Und da sind wir darauf gekommen, dass der Lautsprecher bei der Reparatur eigentlich nur gedreht werden muss und möglichst festgehalten werden muss, weil wir hier mit Stechbeiteln und Skalpellen arbeiten. Und so sind wir darauf gekommen, dass Drehbänke eigentlich die perfekte Voraussetzung sind. Und so haben wir uns ein großes Drehbankfutter angeschafft mit entsprechenden Kugellagern, das auch relativ stabil montiert ist, um eigentlich jeden Lautsprecher, den wir haben, halten zu können. Durch das Internet und durch das Bewerben unserer Reparaturen wurde uns erst richtig bewusst, dass viele Leute erst gar nicht wissen, dass man einen Lautsprecher reparieren kann. Und seitdem wir das aktiv bewerben, haben wir tagtäglich Anfragen und bis zu 200, 250 Reparaturen permanent im Geschäft stehen. Jetzt ist der Lautsprecher wieder wie neu. Die Lautsprecherreparatur hat natürlich ganz andere Zielsetzungen. Wir müssen uns hier in die Designs und Konstruktionen der Fremdhersteller eindenken, müssen versuchen, original Reparaturteile zu bekommen, die wir weltweit beschaffen. Und der Hintergrund ist einfach, den Lautsprecher so zu reparieren, wie er einmal war.